Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fire Emblem Path of Radiance. So, nicht mehr viel los hier. Gerade ein bisschen Angst. So, vor den Drachen. Wir haben hier noch zwei Vögelchen. Guck mal, kann Ryze mal was machen? Das sieht doch gut aus. Ich habe momentan einen neuen Trend beim Kochen. Ich verbrenne mich dauernd. Hat ein bisschen weh, weil ich mich voll am Handgelenk verbrannt habe. Und wenn ich jetzt das so knicke, spüre ich das. Kommt Sorin ran? Irgendwie den anderen Vogel. Sieht gut aus. Level up. Magie, Geschwindigkeit, Resistenz. Kann ich nicht meckern, ne? Okay, wie sieht's denn hier aus? Was sagst du denn, Iliana? Machen wir mal. Dann kann noch irgendjemand anderes was machen. Vielleicht der Kevin. Aber beim Schwertmeister weiß ich gerade gar nicht. Doch, sieht gut aus. Also 82 ist nicht super hoch, aber könnte er treffen. Sehr gut. Bleibst du mal hier stehen? Ach, den Vogel haben wir auch noch. Wie weit kann der denn? Okay, Iliana steht genau nicht drin. Wie sieht das denn bei den Drachen aus? Können die beide auf das gleiche Feld? Können die auch zwei angreifen? Reichweite 1. Okay. Ich schätze mal, Reichweite 1 heißt, sie können auch nur eins angreifen, ne? Also auf dem Feld direkt. Oh ja, da können wir keinen hinstellen. Weil die beide auf das gleiche Feld kommen. Das ist ja doof. Muss mal kurz den hier entmarkieren. Oh nein, das wollte ich nicht. So. Kann Rolf den Vogel vom Himmel holen? Kannst schon mal anfangen. Rolf hat auch noch ein Level up. Verteidigung und so. Finde ich nicht so schlecht, aber stärker so ein, zwei Pünktchen noch da rein. Würde ich glaube ich auch nicht schlecht finden. So, dann haben wir noch eine Finée. Die kann sich aber mal um die Katze kümmern. Reicht nicht aus. Na dann machen wir das. Okay. Was ist das eigentlich? Ist das 44 Angriff? Ich frage mich immer noch, ist das physischer oder? Magischer Angriff. Das reicht nicht. Dann halt die Silberlanze. Ich hoffe, er trifft auch. Ich habe ein bisschen echt ein
bisschen Respekt vor diesem Drachen. Wenn beide auf das gleiche, also, ne, beide da hinkommen, wo sie gerade hinkommen. 2x10 reicht auch nicht aus. Dann müssen wir halt das Silberschwert nehmen. Lagus sind aber auch zäh. Mia müssen wir gleich mal heilen. Oh, das ist ja dumm. Müssen wir Boyd hier irgendwie mit hinstellen. So. Damit wir in Ruhe... Oh. Ah ja. Reite mal ordentlich. Stab. Ich überlege gerade... Mist. Rom kommt da nicht hin. Vielleicht kommt Ike da noch hin, dass wir Ike vielleicht noch mit reinstellen können. Dass nicht irgendwie beide Drachen auf einen gehen. Ich probiere es so mal aus. Ich habe so einen Respekt vor denen. Oh, Oscar. Oh, bye. Der geht auf Boyd. Ein Runenschwert. Vorbei. Sehr schön. Der geht auch auf Boyd, der Boss. Das ist schlecht. Sie kommen. Immer näher. Es gibt nicht genug Biester. Jemand, irgendjemand, Hilfe. Geh, finde Master Izuka. Sofort. Vorbei. Über Boyd. Richtig gut. Oh, Rolf. Das habe ich gar nicht gesehen. Aber Rolf ist relativ fix. Ich denke nicht, dass der Lagus ihn doppelt. Und wie wir gesehen haben, ist auch ausgewichen. Na, auf wen gehst du? Auf Nefene? Da hältst du das aus? Puh. Die können nur Reichweite 1, ne? Oh, dann kann sie ja jetzt gerade nicht mehr angegriffen werden. Dann geht der jetzt auf Ike. Ich glaube, Ike könnte ihn sogar kaputt machen. Ich weiß es nicht. Vorbei. Ike lässt sich aber nicht. Nee, Ike macht gar nichts kaputt. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Oh, wir haben da noch einen Priester. Ich hoffe, der geht nicht noch auf den René. Oh, noch mehr Lagus. Ich muss jetzt erstmal speichern. Ganz dringend. So, das lief doch relativ glimpflich ab. Wir müssen ganz kurz mal die Vene heilen. Stab. Heilung. So, dann gehen sie nochmal ein Stück zurück. Guck mal, Rice fängt schon mal an, hier ein bisschen kaputt zu machen. Kann er von hier noch angreifen mit Meteor. Das wollen wir aber nicht. So, liebe Iliana, zeig mal, was du drauf hast. Ach, sind okay. Die haben auch echt krass viel Leben, ne?
Ich weiß nicht, ob wir beide jetzt so kaputt bekommen. Zweimal 15. Den wird Ike noch kaputt bekommen mit Ragnell. Ich meine, warum sollten wir nicht Ragnell nutzen, ne? Ja, nee. Wird dann schon Ragnell nutzen wollen. Es hat auch keine Haltbarkeit oder so. Irgendwie finde ich das ganz cool. Ein bisschen OP vielleicht, aber... Oh, oh, oh. Nicht getroffen. Sehr gut. Kult ist bei Ike echt ultra gut. Vielen Dank für den Tipp. Ich glaube, das war der Funky. Kult ist echt mega gut. So, dann bräuchten wir noch so ein Schadensmonster. Nehmen wir doch mal Void. Nephine ist ja geheilt, aber ich glaube, die wird hier nicht so viel kaputt machen. 2x12, nee. Schaden macht der. 28. Habt ihr das gesehen? Wie viel Meteor haben wir denn? Ich will die eigentlich für die letzte Mission haben. Boah, das ist jetzt echt noch eine zähe Gruppe. Ich hätte noch mal mit Ike befehlen sollen. Kann Brom hier irgendwas ausrichten? Wird der Silberlanze macht er 20. Dann nehmen wir doch die Silberlanze. Warum hat die Silberlanze hier so gute Trefferchancen, sag ich mal? Besser als die Stahlwaffen. Also, für mich sah das halt immer so aus, dass, sag ich mal, die niedrigeren Waffen besser beherrscht werden können mit dem Fähigkeitenwert, die sie jetzt haben. Aber irgendwie scheint das ja bei Silber nicht so zu stimmen. Jetzt habe ich gar nicht auf den Level abgeachtet. Boah, kann. Wie heißt der denn? Rolf? 3! Rolf, das ist aber so viel! 0! Und 2x11 auf den ist auch nicht schlecht. Was sagt er denn zu dem mit dem Silberbogen? 213. 440. Komm, Rolf macht jetzt mal den alleine. Ding ist halt, wir haben gerade noch super viele Lagus hier rumstehen. Die auch nicht ohne sind, ne? 8. Und er macht einfach 22. Ich meine, wir können ja mal gucken, ob irgendwie Sorin. Ah, Blizzard könnten wir noch machen. 14. Ich werde jetzt einen Blizzard verschwenden, würde ich fast sagen. Aber anders kriege ich, glaube ich, den Drachen nicht kaputt. So, der hat jetzt noch 29 KP. Der trifft halt auch ultra gut, ne? Also, ich meine, Nephine ist nicht so ultra lahm. 2x, ach, 69, das ist mir zu riskant. Dann probieren wir es doch mit Nephine. Dann hat er noch 5 Leben. Müssen wir gucken, ob Kevin oder so trifft. Ja. Anders geht es jetzt gerade nicht. Ach. Au, au, au. Also er muss jetzt auf jeden Fall sterben, sonst ist Nephine weg.
glaube, Mia wird kaum Schaden an ihm machen. Okay, das sieht ganz in Ordnung aus. Ich bin gerade so erleichtert. Eigentlich müsstet ihr jetzt gerade so den Felsbrocken hören, der vor meinem Herz gefallen ist. Oh, ein bisschen Resistenz. Sehr schön, Kevin. Es tut mir ja leid, aber ich muss das jetzt speichern. Ich stelle mein Ephine ein bisschen zu. Weil ich ein bisschen Angst um sie habe. Heilen können wir nämlich gerade nicht mehr. Böse Gegner, muss man ja ehrlich sagen. Die Drachen. Ich hätte nur noch zwei. Komm, da kann er auch mit der Stahllanze zuhauen. Ja, Resistenz. Oh, Oscar. So, dann stellen wir hier noch ein bisschen zu. Dass hoffentlich der Vogel nicht auf Rice kommt oder so. Wer ist das? Der soll auch gerne auf Boyd gehen. Der hat ein bisschen Leben. Es darf bloß keiner auf Nefene gehen. Der geht auf Brom. Das könnte wehtun. Mhm. Aber geht auch bei Brom. Der hat ja auch genug Leben an sich. Wir sind dran. Ich muss wieder speichern. Es haben alle überlebt. Okay. Säuberung hat der. Wie oft hat er die denn noch? Nur noch dreimal. Und der hat Glanz und Schlaf. Okay. Aber Schlaf hat er noch nicht eingesetzt. Oh, Königsblitz. Klingt. Was für Adonna-Magie S. Das hat die gute Iliana ja noch nicht, ne? Nee, B hat sie nur. Ja, schade. Okay. Brom hat nur noch... Wir haben ganz schön viele Leute, die wir heilen müssen. Fangen wir erstmal an mit Nefeli. Dann brauche ich nicht dauernd Angst um sie haben. Pflege. Wobei ja, wenn sie angeschlagen ist oder ihre KP unter der Hälfte sind, triggert ja wahrscheinlich Ingrim. Häufiger. Darf man halt auch nicht vergessen. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, wenn die so angeschlagen sind. Void ist auch angeschlagen. Das ist eigentlich ganz ordentlich, ne? Für einen Lagus. Nur mit Donner. Finde ich gar nicht schlecht. So, kann Mia den dann jetzt kurz beseitigen? 2x10. Ja, kriegt sie schon hin. Das Schwert ist fast breiter als Mia. Mega Level Up. Nochmal zum Schluss. Echt mega guter Level Up.
Okay, Brom, was sagst du denn? 19, das finde ich jetzt auch gut. Zweimal 10 reicht nicht aus. Da müssen wir doch den Solarbogen nehmen. Ja. Müssen wir wohl. Okay. Kommt der irgendwann mal oder hockt er da einfach für immer und ewig rum? Ich werde jetzt, glaube ich, einmal purgativ heilen. Mit, Alja. Ich wollte gerade Iljana sagen, aber das ist falsch. Bei Brom hätte ich schon gerne noch ein bisschen geheilt. Ja, Boyd hat halt noch 42 Leben und Brom war bei 28, ne? Okay. Kommen wir denn schon an irgendwelche ran? Guck mal, Oscar und Kevin. Könnt ihr vielleicht die beiden Magier dort mal auseinandernehmen? Wäre ja ganz cool. Reicht auch sowas? Nee, dann nehmen wir die Silberaxt. So, und Oscar knüpft sich dann den anderen vor. Genau 30, perfekt. Ich gehe jetzt nochmal hier auf den Vogel, damit der bitte mal auch weg ist. Sehr schön. Dann haben wir jetzt nämlich nur noch den Boss übrig. Oh, kann Void schon? Wollen wir? Wir wollen. Das finde ich gerade sehr verlockend, muss ich ehrlich sagen. Oh nein, vorbei. Schade, aber einmal schon getroffen. Ike wird nicht rankommen. Und ja, nee, das müssen wir jetzt nicht machen. Oh, das kommt noch mehr Lagus. Der heilt sich wieder, der Lümmel. Ich hol dir das wieder runter. Guck mal, wir können ja mal gucken, ob Oscar oder so auch noch was machen kann. Ich meine, die können ja wieder wegreiten. 2x23. Ich probiere es einfach mal aus. Er crittet. Oh nein, wie gut. Ich finde das gerade so gut. Oscar muss sich nämlich ein bisschen dafür rächen, dass immer die Magier auf ihn gehen. Und jetzt hat er das mal gezeigt. So, Master Isuka, ruft ihn. Schön. Freut mich gerade voll. Ich gönne das Oscar nämlich. Dass er auch mal richtig reinhaut. Ein Level-Up bekommt er auch noch. Ich finde Oscar nämlich übrigens super mega sympathisch. Und er ist ja auch ein super solider Kämpfer, ne? Aber er ist halt selten jemand, der so krass reinhaut wie Ike oder Boyd jetzt hier bei mir. Geht das eigentlich mit Oscar oder muss das Ike machen? Nee, muss Ike machen, okay.
Daher gönne ich ihm das einfach total, wenn er mal sowas raushaut, wie so einen fetten Crit. Warten. Dann können wir den Zug auch beenden. Dann müssen wir nur noch besetzen. Besetzen. Ja. Sehr schön. Ike, gibt es irgendeine Spur von ihr? Nein, ich kann sie nirgends finden. Lian, wo bist du hingegangen? Hallo, alle miteinander. Gibt es irgendwelche Probleme? Nessala. Oh, König von Kilvas, wie nett. Ich glaube, ich habe hier etwas, nach dem ihr sucht. Lian, du bist in Sicherheit. Ihr habt sie gerettet? Hört gut zu. Ich will nicht, dass es zu Missverständnissen kommt. Es war Tiban. Er hat mich dazu gezwungen. Das hat überhaupt nichts mit Nächstenliebe zu tun. Es handelt sich um die Wiedergutmachung einer Schuld. Ich wusste, es würde sich auszahlen, euch zu wählen. Exzellente Arbeit. Ihr könnt mir meinetwegen den Bauch pinseln, Falkenkönig. Aber das wird euch nichts einbringen. Wie versprochen ist die Sache mit Herzog Tanas komplett aus der Welt geschafft. Ja, wie abgemacht. Nun, dann entschuldige ich mich jetzt. Es gibt keinen Grund zur Eile. Oder etwa doch? Da ihr schon einmal hier seid, warum helft ihr uns nicht mit König Ashnar? Was für eine ausgezeichnete Idee. Was? Genug von dem Blödsinn. Ich bevorzuge es, mein Leben zu behalten. Danke. Hör mir zu, Leon. Ich habe keinen guten Grund, den König von Daein zu bekämpfen. Keinen guten Grund? Was ist mit euren Untertanen? König Ashnar hat ihr wahres Wesen unwiderruflich verändert. Sie haben Kilvas auf eigene Faust verlassen. Wie weit soll meine Verantwortung für sie reichen? Du. Ich unterbreche nur ungern, aber... Was gibt es, Nasir? Ich möchte euch allen etwas zeigen. Könntet ihr bitte mit nach unten kommen? Dieser Turm hat einen Keller? Wir haben eine verborgene Treppe entdeckt. Dann los. Wonach riecht es hier? Nach Fäulnis. Es ist zu dunkel, wir brauchen Licht. Was ist das? Oh, um Himmels Willen. Kann nichts erkennen. Was ist das? Nasir, antworte mir. Ranulf? Lagus. Irgendwann waren sie Lagus. Oh, das ist einfach schrecklich. Mir fehlt gerade irgendwie der Faden. Was haben sie da unten entdeckt? Also kann mir das jemand vielleicht mal in die Kommentare schreiben, weil irgendwie bin ich gerade super ratlos. Mir fehlt da irgendwie der Zusammenhang. Ich hoffe, Ranulf und den anderen geht es gut. Sie taten so, als wäre nichts passiert, aber ich konnte ihren Schmerz fühlen. Dieses Verlies war das Abscheulichste, was ich jemals gesehen habe. Ich bin so froh, dass ihr nicht da wart. War es so schlimm? Es war Barbarei, jenseits aller Vorstellungskraft. Dort lagen mehr Leichen von Lagus, als wir zählen konnten. Okay, Leichen lagen dort. Sie waren gefoltert worden, verdreht und entstellt bis zur Unkenntlichkeit. Okay, so langsam kriege ich den Faden wieder. Oh. Das habe ich zu schnell gerückt. Ena. Der König rief kräftige Björk zu sich. Aber bevor er sie in seinen Dienst stellte, musste er sehen, ob sie es auch wert sind. Er testete sie, indem er sie auf diese Lagus hetzte. Ashnar sieht in den Lagus Mittel zum Zweck. Sie dienen seinen Zwecken. Das ist alles. Sie sind Instrumente, die er nach Belieben einsetzt. Ich habe davon gehört, dass er Gelehrte zu sich ruft und ihm befiehlt, sich alle Arten von Experimenten auszudenken. Sie verwendeten Elixiere, um sie in den Wahnsinn zu treiben und um sie in ihrer tierischen Gestalt einsperren zu können. Ihre Lebenserwartung nahm dramatisch ab, aber für eine kurze Zeit wurden sie extrem stark. Danke, dass du uns das erzählt hast. Danke, dank dir haben wir Lernen gefunden. Du bist nun frei, du kannst tun, was immer du magst. Ich werde zur Hauptstadt gehen. Bitte nehmt mich in eure Armee auf.
Das musst du nicht tun. Es könnte schwer werden, wenn du gegen deine ehemaligen Gefährten kämpfen musst. Nehmt mich mit. Es gibt da etwas, das ich tun muss. Bitte, Master Ike. Auch ich stelle diese Bitte an euch. Also gut, kämpfen wir zusammen. General Ike, die Armee ist am Stadtrand von Melior angekommen. Wir erwarten eure Befehle, Sir. Sehr gut. Sag unseren Leuten, sie sollen sich bereithalten und auf meine Anweisung warten. Endlich werden wir dem König von Dahain gegenüberstehen. Ja, dieser Krieg wird ein Ende finden. So scheint es. Hast du etwas auf dem Herzen? Nein, natürlich nicht. Das ist es nicht. Aber was? Einige Soldaten haben gesagt, ihre Chance auf eine Beförderung verringern sich, wenn der Krieg vorbei ist. Sie wollen weiterkämpfen, obwohl Crimea und auch Dahain so viel Leid erfahren haben? Nein, das meinte ich nicht, damit nicht. Ich entschuldige mich. Ich werde die Minne informieren. Okay, wir speichern. Der Mondturm ist abgeschlossen. Das königliche Schloss von Crimea befindet sich im Zentrum der Stadt Melior. Es ist berühmt für seine prächtigen Gärten, die bisher ein Sinnbild der Ruhe und des Friedens darstellten. Aber die Zeiten haben sich geändert. Unzählige Kämpfe störten die Idylle und ein dunkler Lord hat sich des Throns bemächtigt. Das Schloss an sich hat keinen Schaden genommen. Es steht wie ein Sinnbild der Würde und des Stils. Doch herrscht eine Aura des Unfriedens. Spannung liegt in der Luft. Eine Spannung, die alles erfasst und lähmt. Im Herzen des Schlosses sitzt der Schreiber des Krieges, Ashnard, König von Dahain. Ike, Commander der Armee von Crimea und Elinsha, Prinzessin von Crimea, haben die Kampfvorbereitung abgeschlossen. Sie verbringen den Morgen angespannt darauf wartend, dass der alles entscheidende Kampf ihrer einjährigen Odyssee ein Ende setzt. Sie warten auf den Anfang vom Ende. Finale, Heimkehr. Damit sind wir im letzten Kapitel. Ike, ich würde ge dir gerne den Bericht unseres letzten Kampfes geben. Oscar war der Held und Neuzugang ist Nazir. Wir haben keine Verluste, keine Schwerverletzten zu beklagen. Jeder hat sich hervorragend geschlagen. Das wäre dann alles. So. Wir sind jetzt nochmal in der Basis. Guck mal kurz. Freund, Freund, Freund. Okay. Ich werde die Folge ein bisschen länger machen und die Basisfolge jetzt hinten dran hängen, weil das meiste haben wir in der letzten Basisfolge getan oder Ausrüstungsfolge getan. Und jetzt werden noch so ein paar Feinschliffe unternommen. Ich gucke nochmal, ob wichtige Waffen vielleicht erneuert werden müssten. Daher hänge ich das jetzt an. Alle, die das nicht sehen wollen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt machen wir mal weiter. Ich speichere aber einmal kurz noch. Nicht, dass ich hier totalen Unfug mache und wir neu laden müssen. So. Okay. Info. Ein Freund. Hier ist sie, Nazir. Es tut mir leid, Aya. Ich wusste, wie viel dir das Medaillon bedeutet und trotzdem habe ich es gestohlen. Egal, welche Worte der Entschuldigung ich auch sage, mein Handeln ist unverzeihlich. Ich habe dein Vertrauen gehabt und Ikes und es verraten. Und mit meiner Flucht habe ich es noch schlimmer gemacht. Es tut mir so leid. Danke, dass du zurückgekommen bist, Nazir. Ich wollte dich wiedersehen und ich bin froh, dass ich es jetzt kann. Willkommen zurück. Oh, Aya, ich verdiene deine Freundlichkeit nicht. Aya, auch ich muss mich entschuldigen. Ich bin diejenige, die einen Fehler gemacht hat. Na, sie hat alles nur für mich getan. Ich bin sicher, dass es für all dieses einen Grund gibt. Das Problem ist bestimmt noch nicht gelöst. Ehrlich gesagt bin ich neugierig. Außerdem möchte ich helfen. Aber ich bezweifle, dass ich das kann.
Daher werde ich einfach abwarten. Ich habe beschlossen zu warten, bis ihr zwei mir alles erzählen könnt. Also, macht euch keine Sorgen mehr, in Ordnung? Danke, Aya. Danke. Okay, nächster Freund. Ah, morgen nehmen wir uns also die Hauptstadt vor. Ich bin bereit. Es ist ganz egal, wie hart ein Kampf auch werden mag. Die Nacht davor bin ich immer ganz aufgekratzt. Ich würde dir gerne sagen, dass das falsch ist, aber ich kann nicht. Ich kann meine Nerven auch nicht beruhigen. Wir werden gewinnen. König Ashnard wird den Tag nicht überleben. Das frage ich mich. Seid ihr beiden auf Wache? Oh, du bist es. Hey, ja, Ike. Möchtest du etwas vom König? Ja, könntet ihr ihm sagen, dass ich hier bin? Das werden wir. Warte hier. Okay. Morgen ist also der Tag. Seid ihr hier, um zu sehen, wie wir uns vorbereitet haben? Ihr kennt mich zu gut. Ihr werdet die Hauptstadt umlagern und dafür sorgen, dass keine fliegenden gegnerischen Einheiten entkommen. Das leuchtet ein, oder? Ja, ich denke, es ist eine gute Idee, sich um die Hauptstadt zu formieren. Wir werden den Westen bewachen und uns mit fliegenden Einheiten schlagen. Irgendwie habe ich den Satz gerade nicht bekommen. Die Armeen aus Phoenicis und Kilvas sind darin unschlagbar. Kilvas hilft ebenfalls. Natürlich. Nachdem wir im Turm zu Gridnea waren, sind wir übereingekommen, dass König Ashnard zahlen muss. Rayson und Lian haben dazu beigetragen, bestimmte Überzeugungen zu gewinnen. Es war schwer, aber am Ende wussten wir, was passieren muss. Allerdings besitzen die Raben eine verräterische Natur. Wenn es hart auf hart kommt, kann es durchaus sein, dass nur wir Falken euch helfen. Das würde schon reichen. Zumindest weiß ich, dass ich mich auf euch verlassen kann. Nun, um ehrlich zu sein, ich würde mir niemals die Chance entgehen lassen, Ashnards Kopf von seinen Schultern zu reißen. Es ist wie damals, als ich gegen den Schwarzen Ritter gekämpft habe. Ihr werdet im Kampf ferngehalten. Ich entschuldige mich, König der Falken. Das ist schon in Ordnung, aber wenn ihr es nicht bewältigen könnt, dann ruft mich. Verstanden. Und Rayson, ich bin sicher, ihr seid müde, dies zu hören, aber... Ich weiß. Seid vorsichtig, sterbt nicht. Keine Sorge, ich werde nicht sterben. Ich werde Lian und meinen Vater nicht allein lassen. Nestling, es scheint, sie besprechen den morgigen Kampf. Solltet ihr nicht daran teilnehmen? Nein, das denke ich nicht. Es handelt sich doch um Tiban. Er will doch eigentlich keine Hilfe von Kilvas. Der König der Falken mag so denken, aber Prinz Rayson wird mit Sicherheit das Gefühl haben, ihr hättet ihn erneut verraten, Nestling. Was? Oh, und Lady Lian wird das auch denken. Wenn ihr beim Anblick des Feindes flieht, brecht ihr ihr das Herz. Ah, das wäre traurig. Senile alte Krähe, du meinst, wenn du die beiden erwähnst, dann würde ich kämpfen, verflucht. Okay, und das letzte Gespräch? Ach, Arnulf, der Krieg dauert nun schon über ein Jahr. Und morgen Mittag kann alles vorbei sein. Was meinst du, Ike? Werden wir gewinnen? Wir werden gewinnen. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Du machst mir nichts mehr vor. Und doch, ich bewundere deinen Optimismus. Ohne diesen Optimismus wäre es nicht möglich, dem König von Da'ein gegenüberzutreten. Master Gifka, was macht ihr denn hier? Dem König war nicht wohl bei dem Gedanken, dass du hier allein bist. Ich bin in seinem Namen hier. Werdet ihr mit uns zusammen kämpfen? Das ist meine Absicht, sofern Lord Ike mir die Erlaubnis gibt. Natürlich. Das Heer der Da'ein ist groß, daher werden wir sie von vorne angreifen und die zwei östlichen Tore halten. Ich würde es schätzen, wenn ihr damit einverstanden wäret, das Kommando über die Armeespitze zu führen. Wenn das euer Wunsch ist, dann stimme ich zu. Was soll das denn? Bist du denn nicht zufrieden mit dem, was ich leiste? Ich meine, ich weiß, ich bin kein Master Gifka, aber... Ranulf, ich möchte dich an meiner Seite haben. Einverstanden? Oh, jetzt verstehe ich. Sicher, das geht in Ordnung. Zu dem wichtigsten Teil der Armee zu gehören, ist die höchste Ehre. Was ist eigentlich mit, wie heißt er noch? Zelgius? Der Teil von Benions Armee, also der Commander der Benion Armee, oder wie heißt der? Ah ja, ihr wisst doch, was ich meine, ne? Wasser Gifka. Es ist lange her. Wie geht es dem König?
Ihm geht es gut. Der König hat mir eine Botschaft für euch beiden mitgegeben. Eine Botschaft? Keine Befehle? Ja, genau. Er sagte, ihr solltet dafür sorgen, lebend nach Hause zurückzukehren. Und dann sagte er noch, dass ihr im letzten Jahr hervorragende Arbeit geleistet habt und dass er euch beiden zu tiefem Dank verpflichtet ist. Das ist so eine Ehre. Wir haben hart gekämpft, aber das machte nichts. Eik und die anderen sind gute Beorg. Wir sind froh, mit ihnen zusammen kämpfen zu dürfen. Ah. Okay, die Informationsgespräche sind durch. Ich glaube, mich hat eine Mücke gestochen. Das ist ja doof. Gucken wir nochmal bei der Unterstützung. Wolf und Rice, nee. Nee, nichts, was mich noch interessiert. Oh doch, Kevin und Oscar. Natürlich, die machen wir noch. Ja. Oscar. Hallo Kevin, willst du mich etwa wieder fragen, ob ich zu den Rittern aus Cremea zurückkehre? Richtig geraten. Ich bin ein Ritter aus Cremea und in der Tat sehr stolz darauf. Kein besserer Freund, kein schlimmerer Feind. Ein Ritter hebt sich im Kampfgeschehen hervor, er kehrt triumphierend zurück, um den Jubel der Masse und das Lob seines Herrn zu empfangen. Machst du dir als Ritter einen Namen, kennt dich jeder. Die Welt wird dir zu Füßen liegen. Und vor allem kannst du dein geliebtes Cremea und seine Bevölkerung mit deinen eigenen Händen verteidigen. Auch das hört sich nicht schlecht an. Es ist besser als das Leben eines Söldners, der sich mit Schurken herumschlagen und aussichtslose Schlachten schlagen muss. Warum, Oscar? Warum nur? Ich begreife es einfach nicht. Du bist mein Erzfeind. Das ist eine Ehre. Ich kenne dein wahres Geschick besser als sonst irgendjemand. Wenn du zurückkehren willst, dann tue ich da alles in meiner Macht Stehende, deine ehrenwerte Rückkehr zu den Rittern zu gewährleisten. Hey, danke, Kevin. Aber ich komme nicht zurück. Nachdem ich mich den Söldnern anschloss, hatte ich die Chance, die Welt zu sehen. Ich habe Schreckliches gesehen. Von den Mächten, unterjochten Völkern, die alles verloren und hilflos sterben mussten. Armeen können keine Leben retten. Männer wie wir müssen das tun. Männer, die sich mittendrin befinden. Um denen zu helfen, die sich selbst nicht helfen können. Außerdem kann ich mit Ehre nichts anfangen. Solange ich Great Söldner, meine Familie, verteidigen kann, bin ich glücklich. Mist. Du hast mich schon wieder ausgestochen. Wie machst du das nur? Ich weiß nicht warum oder wie, aber ich habe das Gefühl, du hast mich schon wieder besiegt. Du hast nicht verloren. Es gibt sehr viele Dinge, die ein mutiger Ritter wie du vollbringen kann, ein Söldner aber nicht. Lass uns beide unser Bestes geben. Wir stehen vielleicht auf verschiedenen Seiten des Feldes, aber wir werden vom selben Ideal beflügelt. Verstehe. Dann höre ich auf, dich zu fragen. Pass auf. Ist Cremea erst wieder vollständig errichtet, wird man noch lange von meinen herausragenden Taten berichten. Du wirst davon hören, wo auch immer du hingehst. Dafür werde ich schon sorgen. Ja, dessen bin ich mir sicher. Und wenn ich von deinen mutigen Taten höre, trinke ich auf deinen Erfolg. Ach ja, Kevin und Oscar sind auch ein gutes Pärchen. So. Fähigkeit. Ihr hattet gesagt, entweder, einmal kam der Tipp, dass entweder Brom oder Oscar... Oder Boyd. Boyd ist aber schon voll. Dann würde ich entweder Brom sagen oder Oscar. Was macht es bei Oscar denn nochmal? Sonne. Da müsste ich Arcanum ablegen, das ist aber nicht so schlimm. In bestimmten Situationen werden so viele KP wiederhergestellt, wie der Gegner Schaden nimmt. Das ist schon nicht schlecht. Und Brom hatte Mond, ne? Oder bestimmt Verteidigung des Gegners halbiert. Ich glaube, das Heilen finde ich besser. Deswegen kriegt Oscar. Ja, gebe ich Oscar Okkult. Ja. So ist das. So, dann werde ich noch mal ganz kurz gucken, ob irgendwas Dringendes aufgefrischt werden muss.
Ja, wir haben ja keine Stahlaxt mehr. Daher werden wir die nicht auffrischen können. Wir hatten noch einen Thronschlüssel. Ja, Stärkung, schade. Werden wir wahrscheinlich nicht einsetzen können. Ich lasse es aber mal drin. Vielleicht geht... Ach ja, Schmiede nehmen wir noch mit. Aber sonst noch Stäbe? Muss mal kurz gucken. Heilung, Heilung, Pflege, Erinnerung, Schweigen, Schlaf, Rettung. Rettung könnte sie halt einsetzen. Ich glaube, Stärkung werden wir halt echt nicht mehr zu sehen bekommen. Und Silberschwert vielleicht für Mia nochmal. Wie das? Ja. Wir kaufen ja gleich mal ein Silberschwert. Packen wir das mal in den Vorrat. Haben wir noch ein Silberschwert im Vorrat? Ja, komm, dann nehmen wir das. Müssen wir nicht kaufen. Das sieht alles noch gut aus. Oh, Silberlanze für Oskar. Haben wir noch eine? Nee, nur eine angebrochene. Okay. Vorrat abgeben. Hoffentlich gibt es überhaupt welche. Ja. Nein, das wollte ich nicht. So, einmal weg. Nasir. Ach, der ist auch ein Drache. Ich weiß nicht, ob wir Nasir mitnehmen wollen. Angriff 0. Warum steht bei ihm Angriff 0? Hatten wir nicht auch... Eisiger Odem, das weiß, hält ewig, kann nicht abgelegen oder weggeworfen werden. Ach, kann er bestimmt nur nutzen, wenn er sich umwandelt, ne? Vielleicht nehmen wir mal Nasir mit. Ich wollte noch schnell durchgucken. Ja, bei Eier bin ich mir gerade nicht sicher. So, Oskar hat eine frische Lanze. Ich glaube, Eier geben wir lieber noch mal Rettung mit. Oder? Verstärkung. Braucht Stablevel A. Sie hat B. Ich weiß halt nicht, wann sie auf A kommt, ob das noch mitten in der Mission passiert oder halt nicht mehr. Ach, ich weiß es nicht. Ich gebe Aja Rettung. Doch, abgeben. Annehmen. Und dann hätte ich gerne Rettung. Finde ich irgendwie gerade besser. Vielleicht sollte ich nochmal volle Pflege. Warte, wir können 15. Und mit Rice. 32 und Iliana kann auch nochmal heilen, also ist alles gut. Ja gut, dann sind wir da durch. Erfahrung gewähren werden wir wahrscheinlich nicht mehr können. Ach, wir haben noch 1000 Punkte. Machen wir Ike doch nochmal? Machen wir das doch nochmal? Wir machen das nochmal. Und er kriegt Eier oder so noch Erfahrung. Es tut mir ja leid, aber ich musste es. Es war ein schlechter Level-Up, aber... So, Eier oder Rice. Mal Rice können wir noch ein bisschen geben.
das Gefühl, irgendwas krabbelt mich gerade die ganze Zeit an. So. Das war ein guter Level-Up. Und wo ist Alja? Da. Kriegt gleich Rice noch mal ein bisschen. Rice hat einen echt krassen Magiewert. Die restlichen Punkte bekommt sie auch noch. So. Okay. Erfahrung können wir nicht mehr gewähren. Ausrüstung bin ich so zufrieden. Ich denke nicht, dass wir krass leer laufen werden. Ich meine, jeder hat genug Waffen da, ne? Ich überlege, ob wir wirklich mal Nasir mitnehmen. Aber eigentlich wollte ich ja Razon mitnehmen. Ich drücke jetzt erstmal auf Speichern. Und in der nächsten Folge geht's dann los. In die letzte Mission. Ich krieg gerade voll Gänsehaut. Ja gut, dann bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bis dahin. Ciao, ciao.